Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich aus unserem Shopsystem auf whisky.de einen altbekannten Single Malt Whisky mit Namen Le Daig. So spricht er sich nicht. Der spricht sich so ungefähr Le Daig aus. Und zwar ist das Gälisch und wird dort ja noch von einem kleinen Teil der Bevölkerung gesprochen, hat sich aber dann in den Namen der Brennereien gehalten oder der Whiskys gehalten. Denn dieser Whisky stammt aus der Tobermory-Brennerei, gibt es auch einen Tobermory mit 10 Jahren Alter. Und das ist nur die rauchige Form oder Variante dieses Whiskys, 46,3 Volumenprozente, nicht kühl gefiltert. Und bei uns bei whisky.de im Shopsystem kostet der 44,90 Euro. Und mittlerweile ist der Whisky auch durchgängig verfügbar. Die Brennerei war ganz schön in den Irrungen und Wirrungen in der schottischen Whisky-Industrie unterwegs, gehört zu einem schottischen Unternehmen namens Burn Stewart, zu denen auch die Bunahavn und die Diensten-Brennereien gehören. Und denen ging es dann vor einigen Jahrzehnten nicht so wirklich gut. Und dann kamen Finanzinvestoren rein von CL Financial, von Trinidad. Und die haben also dann hier finanziert, haben die Brennereien aufgebaut, haben einen tollen Namen wieder gemacht und den Malt als solchen auch wieder schön berühmt gemacht. Und dann wurde er 2018, 2019, vielleicht war es erst 2020, an die Distell Group in Südafrika dann verkauft. Aber die Brennerei selber als solche hat hier davon ausschließlich profitiert. In den letzten Jahren wurde sie auch mal für 1,5 Jahre, glaube ich, geschlossen und wurde richtig grundüberholt, dass da jetzt also eine richtig tolle, schöne Brennerei dasteht. Und ich meine jetzt, wenn Sie dieses Video sehen, könnte es sein, dass mein Sohn gerade da ist und dann auch dort von der Tobermory Brennerei Videos dreht und dann hier auf dem Kanal auch veröffentlicht. Also schauen Sie rein, was da ist. Wenn Sie dieses Video über den Shop bei uns sehen, dann finden Sie unter dem Bild des Whiskys dann auch noch ein zweites Video, wenn es dann da ist, von der Brennerei-Besichtigung und ansonsten bei uns in der Whisky-Datenbank, wo wir dann über alle Brennereien versuchen, solche Videos dann vor Ort zu drehen und Interviews mit Brennereimeistern und so weiter und so fort. Die Brennerei wurde schon 1798 gegründet bzw. urkundlich dann erwähnt. Das heißt, die Brennerei ist also schon nicht aus dem letzten, sondern aus dem vorvorletzten Jahrhundert, das kommen wir im Rechnen schon nicht mehr mit, und gehört damit zu einer Handvoll von Brennereien in Schottland. Ja, schön. In Schottland, die eine 1700 vorne davor stehen haben. Ne? Also ganz was Seltenes. Und wie steht denn der gerade, dass wir den Schriftzug da in der Mitte haben? So. Ja, und das war möglich, weil in den Highlands war die Whiskyherstellung bis 1823, 24 verboten. Aber auf den vorgelagerten Inseln, da war das möglich. Denn diese Gegenden dort gehörten nicht zu Großbritannien, sondern zum Vereinigten Königreich, zum United Kingdom. Denn da waren dann die Lord of the Isles, die Könige der Inseln, waren dann dort mit eingeschlossen und da war die Whiskyproduktion möglich, weil ja der Steuereintreiber da mit dem Boot ganz gut zu der Brennerei hinkam. Gut, das bringt heute dann einen gewissen Marketingvorteil mit dem alten Datum auf dieser Flasche. So, jetzt die Flasche selber kam meines Wissens 2011 auf den Markt. Und war damals die neue Flasche, heute also wie gesagt schon ein Jahrzehnt alt. Und diese neuen Flaschen zeichnen sich durch die 46,3 Volumenprozente aus, die mit der Nicht-Kühlfilterung des Whiskys einhergehen. Ja. Intensiver, starker Torfrauch. Jetzt immer die Frage, wie viel? Also so richtig massiv ist er nicht, weil ich hinter dem Torfrauch sofort eine leichte Zitrusfruchtnote feststellen kann. Malz ist auch da. Also irgendwo 25 ppm, vielleicht 30 ppm. Also er gehört nicht zu den extrem rauchigen Whiskys, aber schon zu den deutlich rauchigen Whiskys. Wenn also jemand mit Rauch nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, hier wird es dann schon schwierig. Ne? Es ist nicht einfach nur so ein Hauch an Rauch, sondern ein Schwaden an Rauch. Ne? So richtig.
insgesamt sehr schön im Aroma abgerundet. Nicht so aufdringlich, nicht scharf, mit unterliegenden Aromen. Mit der Zeit kommt auch ein bisschen Vanille von den Fässern durch. Und ein paar maritime Noten, so ein bisschen nach Meer. Cheers. Süßlich, ölig im Mund. Und dann baut es sich langsam auf. Dann kommt Würzigkeit vom Fass bis hin zu einer pfeffrigen Schärfe. Süße bleibt noch bestehen. Richtung Süßholz. Ja, im Abgang wird es jetzt ein bisschen dunkler. Geht das Süßholz so ein bisschen in Lakritze über. Maritime Note bleibt stark. Ja, geht so ein bisschen jetzt in eine Teernote über. Wie heißen diese Holzteer? Kreosole. So, ja, habe ich jetzt irgendwann mal nachgelesen. Wachspolitur. Also da ist schon heftig was an Rauchigkeit, Phenoligkeit mit drin. Also, aufgemerkt für die, die sich mit den rauchigen Whiskys ein bisschen schwer tun. Schwierig für die, die rauchige Whiskys mögen. Jo, sehr schön rund eingewoben der Rauch. Genau das, was man im Prinzip erwartet. So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.